Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, heute zwei Runden mit dem Tiger. Einmal mit dem Tiger 1 und einmal mit dem Tiger 131 nachher auf Paris. Hier mit dem Tiger 1 auf der Karte Siegfriedlinie. Wir haben ein 9er Gefecht und ja, es kam zu einer kleinen, leichten Situation, die mich so ein bisschen aufgeregt hat. Deswegen habe ich auch die Runde jetzt wieder rausgesucht. Ja, Siegfriedlinie, 9er Gefecht, keine Arti, kein Radpanzer. Trotzdem RPCR geladen, ganz einfach, wir haben 9er Gefecht. Wir haben da so, auch so ein paar schwere Jungs mit dabei. Und damit die Runde überhaupt was wird, Grad plus 2, habe ich halt RPCR reingenommen. Ja, gut, ich muss mich jetzt rechtfertigen wie RPCR. Gut, was sehen wir denn da? Ein Standard B und da hinten sehen wir ein AT. Was bist du, Kollege? Ein AT7. Oh, fand ich schon mal ganz nett, dass er da hochgefahren ist. So konnten wir ihn seitlich eins mitgeben. Was auch schon mal auffällt, hier unten die beiden. Ich sag mal, die V-Linie ist mit uns und die T28 vielleicht ein bisschen schwach besetzt. Wenn man Emil draußen auf dem Feld, wir haben das Objekt 703 draußen auf dem Feld. Hier drüben die K-Linie auch so ein bisschen schwach besetzt, aber es geht alles noch. Jagdpanther ein mitgeben. Weil im Endeffekt hier drüben in der V-Linie ist auch kein Gegner. Ihr seht, der Gegner ist im Endeffekt auf der 6er Linie gut verteilt. Ja. Auf der 6er Linie gut verteilt. Es kommt nachher auch zu einem, ja, Gangbang hier in der Gasse. Deswegen können wir ja erstmal draußen in Ruhe agieren. Ja, AT7. Es wird nichts mit dem. Das wird nichts mit dem. Ja, ansonsten, ihr seht jetzt die Situation. Wir haben Sumor, wir haben IS-3, wir haben den Jagdpanther 2. Der VK ist auch draußen mit auf der K-Linie vom Gegner. Auch ein bisschen ungewöhnlich. Ihr seht hier die Gasse, die ist eigentlich sehr verlockend. Ja. Eine Magnetkugel. Keine Ahnung, wie der Schuss treffen konnte. War eigentlich komplett unmöglich, weil die PZ ist schon zurückgefahren. Und wir haben in der Rückwärtsbewegung eigentlich den IPZ getroffen, wo er nicht mehr da war. Will mich jetzt nicht beschweren, war ein Treffer. Gut für uns, schlecht für ihn. Ja, und weil jetzt hier die Situation eigentlich gut entspannt ist, wir haben hier draußen zwei rote Punkte, einen roten Punkt. Ansonsten nur grüne Punkte geht's Richtung, genau, Richtung Gasse. Jagdpanther 2 macht's uns sehr einfach. Vergiss es, brauchst nicht flüchten, ist vorbei, deine Aktion. Ja, und ihr seht, die Situation ist komplett unter Kontrolle. Es steht schon wieder 7 zu 1, schon wieder so eine absolute Idiotenrunde. Gegner wird komplett überrannt. Wir sind noch full AP. Gut, jetzt hier kurz hängen geblieben am Wrack. Aber ansonsten da den Sumoa hinten drauf eins mitgeben, genau, schön getroffen. Situation eigentlich komplett unter Kontrolle. Gut, den Schuss vom IS-3, den konnte man zur Ruhe fangen. Wie gesagt, Situation komplett unter Kontrolle. Ich muss mich hier nicht zurückziehen. Und jetzt zieh ich raus. Weil, was ist das für eine Scheißaktion? Eine absolute, beschissene, unnötige Aktion. Ja, ich habe mich noch bedankt. Und der blockt, hat mich immer noch geblockt, schiebt mich jetzt zur Seite. Also das war, das war unnötig. Danke auch für die süffisante Nachricht nachher, nach dem Spiel. Das war scheiße. Gut, will mich jetzt nicht weiter aufregen. Soll ich ja nicht, ne? Soll ich ja nicht. Ist ja okay, dass das gemacht hat. Ist ja vollkommen okay. Ja, wäre ehrlich gewesen, ich hätte mich zurückziehen können. IS-3 wäre vorgekommen, alle hätten drauf schießen können, alle wären glücklich gewesen. Nein, so muss er mich blocken. War toll. Gut, Spiel gelaufen. Wir haben 2-3 Schaden. Wir haben einen Kill. Das in einem plus 2 Gefecht. Man sieht es auch am Ergebnis. 12-13 zu 1. Das ist schon wieder herrlich sowas. Und leider sind diese Runden, die häufen sich inzwischen. Diese 15 zu 1, 15 zu 2, 15 zu 3. Das kommt leider ziemlich häufig vor. Hier waren wir zum Glück mal auf der guten Seite, auf der Gewinnerseite. Wie gesagt, 2-3 Schaden, ein Kill. Ist okay, kann man mitnehmen. Und wir gehen mal rüber auf Paris.
Mit dem Tiger 131 durch Paris. Wir haben ein 5er, 7er Gefecht. 3 Artis. Wir haben eine 5er, eine 6er und eine 7er Arti. Sie auch beim Gegner 2 Radpanzer. Bei uns. Ein. Ansonsten, was haben wir an Heavys? Ja, KV-2 böse, T-29 böse. KV-1, 25 TP, ja, gut, KV, ja, nicht wirklich, KV-1 ist eigentlich kein Gegner für den Tiger. Hauptaugenmerk ist wirklich T-29 und der KV-2. Oh, was haben wir denn da? Ein Freiwilligen? Da fährt ein Toter, da fährt ein Schrotthaufen und wir treffen ihn und er ist tot. Applaus für den Kollegen. Jo! Genau, wir parken hier oben ein. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Ja, schon mal ein Firefly. Das ist ja ein Schirmeln. Er trifft natürlich genau den Motor. Wir gucken aber trotzdem nochmal, weil wir sind ja schmerzbefreit. Und lernresistent. Nein, genau, ja, schön getroffen. Na, da haben wir auch was getroffen, blind. Position ist natürlich etwas riskant. Vor allem jetzt gegen 3 Gegner. Sind wieder hängen geblieben an der Häuserwand oder irgendwo vorne im Dreck. Ja, Situation da unten, die ist ein wenig beschissen. Damit ist KV2, da haben wir T29 und die KV1. Karo steht ein wenig in Deckung, KV1 steht nicht in Deckung. Wir drehen mal bei. Muss dazu sagen, ich drehe jetzt hier nur bei, weil ich hier nicht direkt ihr blindlings rausfahren wollte, weil da haben wir noch den Firefly. Deswegen gehen wir jetzt mal die Sache von hier an. Ah, oh, guck mal da, ein Firefly. Und auch hier können wir wieder die Wanne verstecken. Ja, Firefly, das reicht nicht. In der Fahrt zu schießen, aber den nächsten. Oh, kritischer Treffer. Ja, jetzt haben wir dort nur noch den Karo, der lebt. Jetzt müssen wir irgendwie reagieren, ein bisschen agieren. Ja, es sieht von der AP her sieht's gut aus. Das Spiel ist auch ausgeglichen. Ja, T29, klar, vor denen habe ich Respekt. Auch mit Tiger habe ich vor denen Respekt. Nee. Ja, und jetzt drehe ich dann doch den Panzer ein, fahren wir drunter. Einfach nur in der Hoffnung, die Heavys da irgendwie aufhalten zu können, den K.O. noch irgendwie zu unterstützen. T29 macht es wieder ganz dankbar. Aber das ist halt Full AP, der kann sich das erlauben. Ja, jetzt haben wir so ein Problem, jetzt sind wir hier ganz alleine. Gegen 29, aber wir haben ein Wrack vor uns. Und das Wrack können wir auch nutzen als Deckung. Ja, oben durch aus der Position ist schwer. Ist halt bloß blöd, dass der T25 durchkommt. Deswegen habe ich jetzt meine Wanne so ein bisschen reingezogen. Ja, die kommen ja alle ordentlich durch. Können ja mal gucken. Ja, da halt die Platte liegt halt komplett offen. Ihr seht auch da die Einschläge. Und da ist auch der KV1 durchgekommen. Position, gerade mit dem Wrack hier vorne, war ja nicht schlecht. Knackpunkt war halt, dass hier die Platte offen lag, die hier. Und natürlich hier noch die Ecke. Gut, oben Luke war auch offen. Aber ich denke mal so, erstmal die Position war okay. Wir konnten den 29er so lange ärgern, bis er kaputt war. Und der Rest ist im Endeffekt jetzt nur Apfelboost. Ihr seht, 2300 HP zu 878 HP. Hätte vielleicht ein bisschen früher reagieren sollen, um noch den Karo zu retten. Aber so im Großen und Ganzen geht's erstmal für den Anfang. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 3 Artis.
Zwei TDs, ein Med und mobilen Panzer. Es sollte. Das ist eine Fliege. Sollte noch irgendwo machbar sein. Vor allem allein mit der AP, ihr sitzt hier oben. 2-3 zu knapp 700. Die Fliege regt mich hier auf. Ah. KV-2 nimmt noch den AMX raus. Aber noch haben wir zwei mobile Panzer gegen einen Skorpion und einen T-44. Und Fliege, du regst mich hier gerade mächtig auf. Der Badewanne jagt der Arti. Und der M10 hat den Skorpion rausgenommen. Also an sich die Runde, da kann echt nichts mehr schief laufen. Und da läuft doch nichts mehr schief, also kann ich euch gleich schon mal sagen, die Runde haben wir gewonnen. Wir gucken uns noch den Tod von Arti an und dann gehen wir rein in die Ergebnisse. Da seht ihr auch das Rudel, was hier angeschossen kommt. Da kommen die zwei Artis, da kommt die Badewanne. Spiel gewonnen und wir gucken mal uns die Ergebnisse an. Ja, erste Runde auf der Siegfried-Linie, zweite Klasse, ein Schläger, 117.000 Credits bei 4.700 EP. Vom Schaden sogar auf der 3, von der EP sogar auf Platz 2. 13 Schuss rausgehauen, 13 Schuss getroffen, 9 Durchgang, 54.000 plus gemacht. Oh, Runde 2, Grotter Paris mit dem Tiger 131 war die erste Klasse, Schläger, Grazmedaille und Großkaliber, 124.000 Credits bei knapp 9.000 EP. 2.753 Schaden gemacht, also vom Schaden auf der 1, von der EP auf der 1, 2 Kills. Ansonsten 18 Schuss rausgehauen, 17 getroffen, 13 Durchgang, 62, knapp 63.000 plus gemacht. Hier muss ich mir wirklich ankreiden, ich hätte früher runterfahren sollen zum Karo, dann hätte man den Karo retten können. Und zum Retten nicht, aber zumindest mit unterstützen, er hätte uns unterstützen können, vielleicht hätten wir es gemeinsam überlebt, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das muss ich mir echt wirklich ankreiden. Ansonsten denke ich mal, haben wir unseren Job erfüllt. Knapp 2,8 Schaden ist okay. Und das halt ein plus 1 Gefecht. Weil wenn man sieht hier EBR mit 1000, damit auf Platz 2, das ist schon, ne. Ich wollte mal sagen, verdient gewonnen. Ja, soviel zu den beiden Runden. Würde mich über ein Abo freuen oder ein Däumchen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.